Artikel 13, die Welt wird untergehen, eine Revolution, der dritte Weltkrieg. Okay, sorry, ich musste mal die ganzen anderen YouTuber widerspiegeln. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Und ja, wie ihr es im Titel sehen, dieses Video geht um den wundervollen, eigentlich den scheiß Artikel 13. Ich weiß, Leute, es gibt schon zahlreiche YouTuber, die über dieses Thema berichtet haben. Zahlreiche andere Leute. Und eigentlich müsste schon jeder Volldepp wissen, worum es bei Artikel 13 geht. Aber Leute, ich werde es euch nochmal ganz kurz erklären. Und zwar kann es sein, dass es 2019 soweit ist, dass es ein neues Urheberrechtsgesetz gibt. Ihr werdet euch fragen, ein neues Urheberrechtsgesetz? Ist ja gar nicht so schlimm eigentlich. Aber was beinhaltet dieses Gesetz und warum regen sich so viele YouTuber darüber auf? Ganz einfach, Leute. Dieses Gesetz besagt einfach nur, dass wenn im Prinzip du geschützte Inhalte verwendest, ob es jetzt ein Meme ist, ob es jetzt fremde Musik ist, ob es jetzt ein Gedicht ist, was du von sonstigen Leuten postest, egal was es ist, eigentlich kann man ja dafür belangt werden. Nur dieses Mal, ab 2019 vielleicht, ist es so, dass jetzt nicht mehr die jeweiligen User dafür belangt werden. Das heißt, dass jetzt nicht mein YouTube-Video runtergenommen wird, wenn ich andere Musik oder sonstige geschützte Inhalte benutze. Sondern YouTube wird jetzt dafür belangt, wenn wir Kacke bauen sozusagen. Da denkt man sich als YouTuber natürlich, ist ja eigentlich ganz fresh, oder? Ja, das denken uns alle. Zumindest hat man sich das gedacht, bis die Chefin von YouTube eine bestimmte Nachricht rausgeschickt hat. Und zwar, dass YouTube alle Kanäle in Europa löscht. Und zwar, Leute, um ehrlich zu sein, kann ich es mir nicht vorstellen, dass YouTube alle Kanäle in Europa löscht, weil wir sind mittlerweile einfach so groß, haben so eine riesige Reichweite und YouTube ist halt einfach schon so extrem riesig und wir erreichen so viele Menschen, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass sie uns es einfach nehmen. Stand jetzt der ganzen Sache ist, dass im Januar 2019, glaube ich, noch eine finale Wahl stattfindet, ob dieses Gesetz in Kraft tritt oder nicht. Und Leute, dafür habe ich euch mal den Link in der Videobeschreibung hingepackt. Dort ist eine Petition von Patreon. Dort könnt ihr unterschreiben. Zu meinem Stand haben da schon 1,4 Millionen Leute unterschrieben. Macht das bitte, denn so versuchen wir was zu ändern, Leute. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht versprechen, dass wir etwas ändern an dieser ganzen Sache, weil es keiner weiß, ob wir irgendwas an dieser ganzen Sache ändern. Was ich weiß, ist, dass wir es versuchen können. Wir können versuchen, etwas an dieser jetzigen Situation zu ändern, Leute. Was ihr noch machen könnt, ist unter dem Hashtag SaveYourInternet auf Insta, auf Snapchat, auf Twitter, sogar auf YouTube, egal wo man Hashtags verbreiten könnt, schreibt unter diesem Hashtag, warum genau ihr wollt, dass YouTube bleibt oder warum ihr genau wollt, dass YouTube für uns da bleibt und wir YouTube nicht verlieren können, Leute. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob wir wirklich etwas dagegen tun können, aber ich wollte euch mit diesem Video nur über die Sache informieren, Leute. Und da würde ich auch einfach mal sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einer Bewertung. Hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein, macht's gut und ciao.